Hallo zusammen und willkommen beim Tic Tac Toe Cube. Das ist ein Würfel mit 25 mal 25 mal 25 Blöcken und hier drin hat es ein Tic Tac Toe, wo man spielen kann, indem man einfach aufs Feld hüpft. Da kommt ein Kreis und der nächste drauf hüpft, kommt ein X, wenn der nächste drauf drückt, kommt ein Kreis, wenn der nächste drauf drückt, kommt ein X und wenn jetzt hier einer noch drauf hüpft und das Spiel gewinnt, dann wird es resettet. Es hat eine Gewinnerkennung drin. Wenn alle Felder voll sind und es ist dann unentschieden, dann resettet sich es auch. Ich zeige euch kurz das Geheimnis des Spielfelds. Im oberen Bereich hat es einfach ein bisschen Redstone-Technik, um die Lampen zu beleuchten. Plus hier auf der Ebene hat es einen Skark-Sensor, der erkennt, ob jemand hier oben drauf hüpft oder nicht, drauf geht, gehen, man muss sich bewegen. Dann kommt eine Ebene mit einem Haufen Speicherzellen, wo natürlich gespeichert wird, welches, ob es ein Kreis oder ein X ist. Danach kommt eine Ebene mit der Gewinnerkennung, einmal für das X und einmal für den Kreis. Und wenn jemand gewonnen hat, geht es hier auf die Reset-Leitung mit ein klein wenig Verzögerung. Oder wenn alle Felder belegt sind, hier auf dieser Ebene, dann geht natürlich auch der Reset, der geht hoch auf die Höhe und resettet jede einzelne Speicherzelle und das Spiel fängt von neuem an. Die ganze Technik hat Platz in 25x25 Blöcke. Man könnte noch die Außenblöcke wegdenken, dann sind es noch 23x23 Blöcke. So. Der Download ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt sie downloaden. Ihr könnt auch einen Kommentar da lassen, wie ihr es findet. Ob euch so Mini-Redstone-Projekte oder Mikro-Redstone-Projekte gefallen. Ob ihr mehr sehen wollt. Und ihr könnt auch gerne schreiben, was für Spiele wir so in Mikro-Redstone-Projekte umsetzen könnten. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.